jetzt ein, einfach nur kurz ausgewählte, einfach zu zeigen, wenn man natürlich, Folter findet immer hinter verschlossenen Türen statt. Das heißt, die besten Informationen kriege ich, wenn ich in die Haftlokale gehe und dort mit den Leuten rede. Aber gleichzeitig sehe ich natürlich die allgemeine Situation. Und viele sagen, natürlich bin ich gefoltert worden. Das war grauslich, die ersten 3-4 Tage in der Polizei. Aber was ich seither erlebt habe, jetzt sitze ich schon 8 Jahre in Untersuchungshaft, in grauslichen, überfüllten Gefängnissen, bin irgendwie vergessen, ich habe nicht das Geld, mich irgendwie durch Bestechung freizukaufen. Und die Erniedrigung, und die ich die letzten 8 Jahre erlebt habe, die ist viel, viel ärger als die 3 Tage physische Folter, die ich in den ersten, am Beginn beim Verhör gehabt habe. Rechts zum Beispiel ist in Colombo das Untersuchungsgefängnis, links ist ein besseres, das ist also, in der Regel sind die Gefängnisse, wo Leute verurteilt sind, deutlich besser als die Untersuchungshaft, aber sehr oft dauert die sehr lang. Das ist einer der schlimmsten Orte, die ich besucht habe, der sogenannte Folterraum im Hauptquartier der Kriminalpolizei in Lagos, Nigeria. Circa 120 Leute, darunter Kinder, Frauen, die alle schwerst gefoltert waren. Ich habe immer forensische Experten mit. Wir haben, also 3 waren wirklich am Sterben dort, weil man die von der nächsten Nähe in den Fuß, ins Bein geschossen hat und die dann dort Wochen ohne medizinische Versorgung. Und die konnten nur mehr amputiert werden. Bei einem hat es funktioniert oder 2, wissen wir nicht genau. Einer ist sicher gestorben, bei einem dürfte vielleicht das Leben gerettet worden sein. Also das sind schon dann massive Erfahrungen. Ich gehe es relativ schnell durch jetzt. Indonesien links oben, das ist ganz interessant, weil natürlich Leute, wenn ich in eine Situation komme, wo jemand gerade verhört wird und der ist gerade, man sieht es nicht sehr deutlich, aber ein ziemlich blaues Auge. Und ich komme da hinein, ne? Was tut man jetzt? Ne? Ich kann nur dem Beamten sagen, bitte verlassen Sie den Raum, ich möchte mit dem Herrn hier ein vertrauliches Gespräch führen. Und der hat natürlich fürchterliche Angst gekriegt, was ist dann nachher, wenn ich wieder gehe? Da hat er gesagt, nein, ich bin ein Freund und habe wieder nur auf Besuch da, aber er ist halt leider gefesselt an den Stuhl und deswegen war das nicht besonders glaubwürdig. Und wir haben dann schon mit ihm geredet und er hat natürlich auch, also es war klar, der forensische Experte hat klar festgestellt, er ist gerade vor wenigen Stunden ordentlich verprügelt worden. Sri Lanka, auch so Hanuman Docker, die Hauptpolizeistation in Kathmandu, aber das ist nicht für 24 Stunden, sondern die sitzen dort wirklich viele Wochen und Monate. Die müssen in Shifts irgendwie schlafen, weil es zu wenig Platz gibt. Da gibt es keine Betten oder so irgendwas, sondern halt am Beton, zum Teil Lehmboden. Rechts unten, das sind, dazu braucht man forensische Experten. Ich hätte das nicht erkannt. Ist jemand Mediziner oder so? Woher würden diese Spuren kommen, die Sie da sehen auf dem Rücken dieses Menschen? Elektro, ja. Also du hast viel Erfahrung, aber die wenigsten würden das auf das kommen, dass das auch von Elektroschocks, weil in der Regel hinterlassen Elektroschocks sehr wenig Spuren. Aber das hängt von der Hautfarbe ab, das hängt von der bestimmten physischen Kondition ab. Rechts oben in Nepal Ganj eine Militärstation, dort wurden die Leute festgestellt, das sind Metallcontainer und dort ist es sehr heiß, 60, 70 Grad hat es in der Sauna, auch nicht gerade angenehm. Jordanien, fürchterliche Folterformen, aber zum Beispiel, was man rechts unten sieht, das ist klassisch, also wenn der sagt, ich bin gefoltert worden, das ist normalerweise nicht, sondern das hat andere Ursachen. Also auch da wiederum ist der forensische Experte wesentlich, um auch falsche Anschuldigungen aufklären zu können. Aber rechts oben im Al-Jafra-Gefängnis mitten in der Wüste hat faktisch jeder so ausgeschaut. Das sind schwere Schläge, die die Leute bekommen. Welcome Party wird das zum Teil genannt. Also wenn man hereinkommt, dass man ein bisschen ein gutes Gefühl bekommt, was es heißt, Häftling zu sein, eine Woche lang geschlagen zu werden. China, ich gehe es jetzt schneller durch, Mongolei, das war auch ziemlich schlimm, der Herr ist leider dann gestorben, der hier sitzt. Äquatorialguinea war überhaupt das Schlimmste, das ich gesehen habe, also eine Diktatur mit
also allen Beweisen, die man nur haben kann, für systematische Folter. Also Äquatorialguinea ist neben Nepal der einzige Staat, wo ich systematische Folter festgestellt habe. Rechts unten ist Black Beach, eines der berüchtigsten Gefängnisse weltweit. Kinder im Gefängnis, so wie in Togo, sind auch oft schwierig zu ertragen. Wir haben 6-, 7-, 8-jährige Kinder, die verurteilt sind zu langen Haftstrafen. Und das war die letzte im Ende Oktober in Griechenland. Das ist eines, UNHCR, Venna heißt das, eines dieser Special Detention Centers for Migrants, heißen die dort. Das heißt, das sind, so schaut es aus, wenn auch Österreich Leute unter Dublin II zurückschiebt, weil sie dort ihr Asylverfahren machen sollten, das es aber nicht gibt in der Regel. UNHCR hat manche dieser Lager als Konzentrationslager bezeichnet. Es ist zum Teil wirklich erschreckend und nicht primär nur die Schuld der Griechen, sondern einfach Griechenland trägt derzeit 90% der irregulären Immigranten, die hereinkommen in die Europäische Union. Aber es gibt kein wirkliches Burden-Sharing, sondern die Idee ist nach wie vor, wo man hereinkommt, da soll man auch bleiben, da soll man Asyl ansuchen und sollte nicht weiter wandern. Ich glaube, es ist dringend geboten, an dieser unfairen Art und Weise etwas zu ändern.